Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns durch die Barona-Katakomben geprügelt und sind jetzt wahrscheinlich kurz davor, diesen Priestertypen hier zu töten, ermorden, abschlachten. Wir sind die Helden halt. So, bevor ich es vergesse, Expedition. So, zeig mal. Sieg, Sieg, Sieg. Oh, perfekt. Hoffentlich auch mal die Sachen, die mir noch fehlen, ja. Nein. Schatz gefunden, was? Diese Kleidung, Zwillingskleidung, die stammt aus einer Kommode auf der Diomol-Insel. Einst sollen sie zwei Zwillinge getragen haben, deren Kunst die Nachahmung legendär ist. Das ist eine Anspielung an irgendwas. Bei Fertigkeit erlernt, Wissensdurst. So, haben wir jetzt hier alles? Nee. Zwillingskleidung, ah, okay. Ich muss das Gebiet so freischalten, ne? Indem ich hier hingehe, nehme ich an. Okay, zeig mal, Schätze, sind die da? Komm mir bekannt vor, die sind bestimmt aus anderen Sets aufteilt, ja, ne? Ja, was ist eigentlich ein Meme? Keine Fähigkeit. Ach, das ist wahrscheinlich von Tales of the World irgendwie so, ne? Das sind jetzt wahrscheinlich alles Schätze aus anderen Tales of Teil, nehme ich an. Ah. Oder? Wird die Menge gefundenen Essens. Punkt, Punkt, Punkt. Höhere Essensmenge. Okay. Gut, weiter. Haben wir Expedition aus. Ah, nee, ich habe ausgehend hier ein, zwei Kämpfe gemacht und ein paar Titel, ne, ein Titel und Dingens hier. Seelenschläge habe ich, glaube ich, mit ihm bekommen. Ja, 300 erhaltene Seelen im Kampf. Und ich habe den Wasser und den Windring also mit ihr habe ich den Windring, glaube ich, abgeschlossen, mit Roku den Wasserring, oder ja, gut. So, mehr ist nicht passiert. Weiter. Jetzt gehen wir da rein und bringen jemanden um. Ihn geht voll ein ab. Ist auch eine Königsfamilie. Das sah so ähnlich aus wie das Buch, das Lafisette geschrieben hat. Also der echte Lafisette. Ich habe sowieso wieder so hier ein paar Theorien, was unseren Lafisette irgendwie betrifft. Der ist bestimmt irgendwie von Dingens hier. Artorias irgendwie hergestellt worden oder irgendwie so, irgendwas so wird das bestimmt sein. Ich habe da so eine Theorie. Die Einöde, der einen Überblick. Schon seit uralter Zeit wird unsere Welt eine ungezähmte Wildnis Einöde genannt. Das Königreich Midgard umfasst die bekannte Welt, ein Kontinent mit vorgelagerten Inseln, umgeben von weiten Meeren. Jenseits dieser äußeren Meere soll ein ferner Kontinent liegen. Wer versucht ihn zu finden, kehrt jedoch nie zurück. Da werden wir bestimmt irgendwann hinkommen. Okay. Studium der Resonanz, ein altes Manuskript unbekanntes Ursprungs. Um wahrnehmen zu können, muss man eine stärkere Resonanz als zur Wahrnehmung von Monstern. Dies ist ein Grund, weshalb es zu einem deutlich weniger Aufzeichnung als Dämonen und Monstern gibt. Weiterhin kann Ursprung des Unheils nur durch Resonanz und deren Einfluss der empirischen Dämonen erkannt werden. Es ist verblichen und nicht mehr lesbar. Na, Resonanz, das kennen wir doch.
Die drei seltensten Krankheiten. Ursprung und Ursachen vieler Krankheiten sind unbekannt, aber für drei gibt es keine bedenkliches Heilmittel. Dämonenpest, eine Krankheit, die Menschen spontan in Dämonen verwandelt. Sie verbreitet sich rasend nach der Dämmerung. Schwarze Kristallkrankheit, eine Krankheit, die Menschen in einen lebenden Masse aus schwarzem Kristall verwandelt. 12-Jahre-Krankheit, eine Krankheit, die bei den Kindern wiederholt Fieber aus und im Tod mit 12 Jahren endet. Oh, ich hab da, oh Gott. Lass mich raten, der alte Lafayette, der richtige Lafayette hatte diese Krankheit, ne? Und wäre irgendwann gestorben. Das haben wir schon. Oh Gott, das tut jetzt... Wir tun ja voll irgendwie... Zerstören. Wir tun ja voll irgendwie die Lore irgendwie hier so auseinandernehmen und zerstören. Wir wollen ja wetten, dass das stimmt. Bevölkerungsentwicklung im Königreich Midgard. Das Königreich Midgard entstand, als die Zeit der streitenden Reiche von Asgard zu Ende gegangen war. Die Vereinigung des Kontinents folgt ein Jahrhundert des Friedens und die Bevölkerung stieg auf 1,2 Millionen an. 10 Jahre nach der Dämmerung hat sich die Bevölkerung des Königreichs aufgrund der Dämonenpest halbiert. Die Gründung der Abtei bewahrte die Welt davor im Chaos versinken. Die Bevölkerung blieb stabil. Der Großteil der Bevölkerung lebt heute in Städten. Einige Siedlungen entziehen sich aber weiter königlicher Kontrolle. Interessant, was du hier rausfindest. Exorzisten drängen aus der Aufzeichnung der Abtei. Derzeit finden sich etwa 3000 Ordonnanzen und 100 Prätoren im aktiven Dienst. Die folgenden drei Personen haben den Rang Legat erreicht. Legat 3, Artorius Kolbrand. Legat 2, Melchior Maven. Legat 5, Shigure Rangetsu. Oh Gott. Okoro, willst du irgendwas dazu sagen? Exorzisten und Legenden. Exorzisten sind Menschen, deren ruhende Resonanz durch den Segen des Imperiums im Nominant erweckt wurden. Der Imperier verlieh den Resonanten Malakim. Diese werden an ihn gebunden und gewähren so unglaubliche Kraft. Es gibt Hinweise darauf, dass im Laufe der Geschichte nur wenige diese außergewöhnliche Fähigkeit gezeigt haben. So wurden Retter, Magier, Alchemist und manchmal auch Geistmedien, Betrüger und Beschwörer böser Geister genannt. Man nimmt an, dass einige von ihnen ähnliche Kräfte wie die Exorzisten von heute besitzen. Interessant. Na, das haben wir schon. Gut, haben wir ein bisschen uns schlau gemacht. Manchmal so doof, die ganzen Sachen, die wir gelesen haben. Sate, Magiru. Lehaido wa dochi? Sate, dochi jaro? Chotto. Washi wa Ojo ni haitta to wa itta ga, kuwashi to wa itte oran. Atashi wa itta wa yo. Jama wo shita ra stete ku tte. Demo, mazu gomibako wo sagasan to no. Ate ni shita atashi ga baka datta. Sa sa, kata no chikara wo nuke? Sa sureba michi wa onozu to miete kuru mono shira. Naja, sie hat dieses eine Ding da gefunden, ne? Hi, was geht? Das eine Buch. Was geht, na? So wieder drei. Treffer, 24. Naja, sie bekommt die ganze Zeit wieder. Aber oh, nicht gut. Ist mal jemand platt? Das ist ein guter Fangspunkt. Gut. War nur knapp. Leeren Ring, okay. Oh. Ach ja, er hat ein Kochen-Level bekommen, glaube ich, ne? Offscreen. Sollten wir vielleicht auch mal hier umändern. Immer noch das hier. Oh, verdammt. Ja, ich nehme an, er hat auch ja Zubereitungsgeschick. Okay. Oh, jetzt sind da Kristallchen. Oh, schön. Was geht? Hier kann man gar nicht. Geh weg. Wie sehen so levelmäßig aus?
Gut. Also eigentlich nicht, aber... Aber klar, die nächste Tür lieber gegen nicht direkt hier unser Ziel ist. Okay. Nichts zum Lesen, okay. Oder? Das ist gar nichts. Wer hängt denn ein leeres Bild in sein Zimmer? Den wollte ich ihn eigentlich aufzeichnen. Sah jetzt irgendwie nicht so aus. So ein Rückblick. Jetzt. Oh mein Gott, ich habe alle von ihm getroffen. Er sah so schön aus. Soll noch mal alle treffen. Hoch. Und mystische Karte. Und da treffe ich mehrere Leute. Aua. Let's auf dem Platz. Oh, da ist ja noch einer. Auf dem Platz. Sehr gut. Lanzpunkte, wir kriegen 100. Nicht schlecht. Glanzvoller Gladiator. Wofür habe ich das bekommen? Gesamte alten Rang. Ah, ja, okay, das Ende. Mystischer Arzt genutzt. Ja, das kommt auch nach der Zeit. Also ja, war eine Seele, stimmt. どういうこと?何の魔法なの?どうでもいいことがどうでもよくなる魔法じゃよ。どうでもいいなら最初からどうでもいいだろ。人は気づかぬうちにどうでもよいことにとらわれる生き物なんじゃって。とにかく、わしの後についてとなえるのじゃ。よいな?お、魔銀プイ。魔銀プイ。声が小さい。もう一度。 マギンプイ。マギンプイ。もっと心を込めて。マギンプイプイ。マギンプイプイ。もっと。マギンプイプイ。静かに。わしらは侵入者じゃぞ。ええ。これがお約束なんじゃ。 うるせえ。なんじゃなんじゃ、和ませようとしたわしの心がわかるのか。今は和む必要なんて。本当はアイファンピッチスラップマギロ。ゴーマとセレには余裕がなくて困る。マギンプイ。ん?どうでもよくなった。くっ。王に慰められるとは。もうどうでもいいわい。 Ja, okay. Ja, sie ist ja anscheinend der einzige Mensch. Ob alles andere sind Malakim oder Dämonen. Wo ist sie? Ein Mensch? Ja, so komische Ohren, ja, so elfenähnliche Ohren, so lange Ohren. Ist sie echt ein Mensch? Vor allem laut Tales of Systeria können doch Menschen nicht zaubern. So, das sieht doch sowas von richtig aus. Gehen wir mal da lang. Nur Seraphim konnten ja zaubern, ne? Ja, und wenn ihr jetzt kriegt, die hinterhergeschmissen, wie blöd. Ja, ah, so, ich dachte, ich konnte hier eine Lanze mitnehmen. Oh. Wer wird mit der Lanze rum zerstören? Muss es zerstören. Jeden Preis. So, da kann ich wahrscheinlich von der Seite jetzt aufmachen, ne? Tür ist nun geöffnet. Ja, hi. Da wartet wahrscheinlich unser nächster Boss, ne? Und geht weg. Und geht weg. Oh Gott. Mhm.
Na gut, dann komm mal her. Alter. Warte mal, was? Ich dachte, wir sollen jetzt nur so eine Art Balkon oder so. Ja, jetzt wieder unten, Mann. Zerstören. Ich stehe schon wieder voll verkehrt. Steht da, Gideon, kannst du nicht lesen, wer wird? Und sie schon wieder. Irgendwie hat Gefühl, Magilo steckt dahinter. Verschwindet doch immer, wenn gerade so was passiert. Mein Gott, jetzt haust ich schon wieder ab, ey. Alter, ich will mir schon wieder auf die Fresse gehen, ey. Da sind ein paar Leute mehr, super. Wuff, weg. Nein, sind alle da. Jetzt irgendwie eine abgewandelte Version des normalen Kampflieds an. Wurf, Konter. Warum bist du denn so schwarz? Was? Sie hat nur die Hälfte AP gehabt. Was ist los? Was machst du da? Oh, ja, oh gut, du bist gelandet. Was zum Teufel? What? Hast du gerade einen Eid abgeschlossen, so wie in Tales of Hysteria? Den Pakt, diesen Pakt eingegangen mit denen, so wie Sore mit den Seraphim. Was mit dir? Oh, sehr gut. Verbrauch einer Stufe der Stoßanzeige. Während einer Combo tauscht sofort Charaktere aus und löst einen gewaltigen Rückschlag aus. Sieht dies beim Verteidigen, während Charaktere ohne Angriff getauscht. Entscheide je nach Situation. Ich will aber nicht Dinge auswählen.
Oh, sehr gut. Mindestens ein SA hast, kannst du oben drücken, um ein SA auszugeben, deinen Charakter aus dem Kampf auszuwechseln, mit den eingewechselten Kämpfer anzugreifen. Sobald deine Gruppe aus 6 Mitgliedern besteht, kannst du auch unten drücken. Oh, Spoiler. Solange du benötigen SA hast, kannst du sogar K.O. geschlagene Charaktere gegen Charaktere auswechseln, die noch kämpfen können. Den ausgewechselten Charakter mit links oder so. Hi, ich bin Magelo, ich mache euch fertig. Nein. Ja, sie hat leider nicht so viele Dingens gerade, ne? Verteidigung und Werte und so. Ja, Dingens, ich möchte, ich setze einfach mal H2 ein. Keine Ahnung, was das gemacht hat, weil wir kriegen auf die Fresse. Au. Zauberaufsauger, was macht das? Hätte mich mal einer. Ja, das liegt jetzt nur daran, weil sie jetzt voll die beschissenen Dingens hat, ne? Jetzt so Dingens ein, ey. Ich will die, boah, ich will die nur eintauschen, Mann, ey. Das sind ja schon wieder los, ey. Mein Gott, jetzt lass mich die doch mal aus. Boah, ey. Allererste Kampf mit ihr, ne? Und wir kriegen noch eine Fresse. Sag mal, lässt du mich mal in Ruhe? Junge. Mach die doch mal hier fertig, ey. Gibt's doch nicht. Ich kann sie auch nicht austauschen, nee, habe ich so Gefühl. Warte mal. Ich gerade die Magie von dem abgebrochen und dann für mich eingesetzt. Oh, Eisen ist tot. Warum sagt mir das denn niemand? Boah. Na komm, ja. Mach mich fertig. Komm. Werde ich Magie Louis nicht ausprobieren können anscheinend. Ja, kommt hier. Meine Güte, ihr müsst mir doch hier. So, jetzt ist sie hier ausgezeichnet. Sie kämpft mit Karten. Alles klar. Matrosenklamotten. Hast du irgendwas, was mehr Verteidigung gibt im Moment? Alles. Wortwörtlich alles. Okay, dann nimmst du das und du nimmst die Matrosenbluse, würde ich sagen. Erst einmal. Kalzitstiefel, ja. Bei dir. Okay. Na, guck mal, was hat sie denn hier alles für Sachen? Wenn drei oder mehr Seelenfahrten sind, kostet eine Seele, verringert die Wirkzeit von Verbünden und unterbricht. Jetzt haben wir Magelos Paradies. Es wird bei einem Einwechsel angeworfen. Taucht aus der Bohne auf und löst die Gegner. Okay, ich werde sie wahrscheinlich nicht mit Velvet austauschen. Okay. Boah. Ich will aber nicht Dingens auswechseln, hallo? Okay, dann müssen wir erstmal so. So, dann konzentrieren wir uns mal. Weil ich Velvet einmal nicht im Team gab, ne? Meine Güte, ey. Stellt euch hier vielleicht an, ihr Leute, ey. Hier geblieben. Hier geblieben. Aber ich bin nicht. Ja, klar, ich will sie ausprobieren, ne?
Man kriegt nichts auf der Reihe. Weil das war von klar, ey. Schlecht. Ja, wunderbar. Oh Gott. Brauch ein bisschen Hilfe. Noch mal hier rein. So. Ach ja, du rufst immer mehr Leute, oder wie? Ich glaub, das ist der Fall, ne? Ja, oh. Ich mag ihn nur erst ausprobieren, wahrscheinlich ausprobieren. Oh. Hi, was geht? Ich bin auch eine Magierin, ne? Das ist schon mal klar. Ja, man, sie konnte erst zaubern, nachdem die Bienenfo ihr absorbiert hat oder einen Pakt geschlossen hat.待ってくれ。 まさかアルトリウスか。そうなのだな。くそ、私を決して闇に葬る気か。己、ノーハインカム。私がどれほど炎上してやったと。いかん。ベルベット。救世主面の若造が。 ああ、そっか。消されたと思った。もうさっとしないで。死んだら本は読めないわよ。ベルベット。追わんと逃げられるぞ。逃がさない。追って殺す。 Alle außer Magilo. Aufsteigender Engel aus einer Mystikart. Waffenmeisterin und Waffenmeister. Bisschen Zahn. Befehlt schon sehr viele Sachen. Jetzt soll noch ein Kampf kommen. Wird alle Staatswerken gewährt. Den Charakter in dazu kommt eine Seele. Dies kann nützlich sein. Dann kommen wir zwar länger. Okay, werde ich schon daraus finden. Herrin von Wasser und Feuer. Kann ich ja noch so zurückgehen, ein bisschen speichern, trainieren und so. Hallo, so ein neuer. Ja, warum kann ich denn dann da überhaupt hin? Ehrlich, oh, sehr gut. Was ist das denn? Brasil, Göttinnenstatue.
Aber klar, Mini-Lloyd. Da ist er auch Expert-Dinger, ne? So, viele Ausrüstungssachen wurden gemeistert. Da kann behalten werden, glaube ich. Ja, langsam gehen mir die Sachen hier aus. Mann. Sie hat noch nichts. Boah. Schockwehr, hallo. Was, wenn du halt mal Velvet gibst? Weil sie hat wahrscheinlich noch gar nichts. Deswegen würde sie halt gebrauchen. So, ihr seid alle mit dem Windring fertig. Boah, wie lange hat schon wieder dauert hier alles? War schon alles voll. So. Ja, jetzt verstärkt, ja. Gib mir aber Angriffskraft, was? So, maximal KP, ja. Dann hätte ich mal, anders gehen. Guck mal, er braucht 390. Naja, kann schon wieder nix. Ja. Okoa hat gar nichts bei ihr hat, was der leveln kann, habe ich so Gefühl. Eisen auch nicht. Hass. Wasserring, ja. Sie hat auch nichts mehr, ne? Ne. Mehr Verteidigung bitte. Und ja, ja auch nichts. Na, nehmen wir die, die ist in einem Bereich stärker. Sehr gut. Wenn ich jetzt gleich nicht einen Speicherpunkt finde, weiß ich auch nicht. Auf Screen kann ich auch nichts machen. Zerstören. Mal schauen, was passiert. Zerstören. Mir auch jetzt ja nicht einen Speicherpunkt geben oder so. Ja, noch schöner. Müssen wir wahrscheinlich jetzt hier noch mal hier zerpflügen den Typen. Was war der Typ? So, was gibt's noch mehr? Rechtzeitiges Pony. Okay. Da unten war was. Was Großes. Aus wie ein Greif. ふざけてるのはそっちよ。大魔師の力なしで私とやるつもり？
Ah, wir sind die Helden dieses Spiels. Ja. So, wir gehen jetzt einfach. Wir haben niemanden getötet. Oh Mann. Irgendwie bin ich schon auf der Seite von der einen, ja. Irgendwie sind wir schon so ein kranker Haufen. それを裏切ってイリシ寄ってからに。マギルネさんの精霊使いのバットさんに耐えかれたんでふ。さすらっていたところ、エレノア様に拾われたんでふ。エレノア様は優しかったんでふよ。そうかそうか。今の発言含めてどうお仕置きしてくれようかな。 Ich mache das Maskottchen dieses Spiels sicher für uns. Da habe ich mir irgendwie gedacht. Sogar ein Exorzist ist eine Hexe. Also macht es perfekten Sinn. So, ich würde jetzt hier gerne speichern und die Part beenden. Allerdings weiß ich nicht, ob ich dann da draußen kann oder so. Und ich will schon so offscreen ein paar Sachen erledigen. So Titelfarben und so. Deswegen gehen wir erstmal, wo muss ich überhaupt hin? Und warten, bis es hier wieder Tag wird und so. Wie wir hier vorankommen. それだけが取り柄なのよ。自分の身には遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は分かったわ。アルトリウスがいる神殿を守る結界内には、行為の大麻使しか入れない。そして、行為の条件は、A ランクの精霊を4体以上連れていること。つまり、4体の強力な精霊がいれば、俺たちも結界を抜けられるってことか。だが、 精霊に従わない精霊は滅多にいない。考えたな。こう見えても僕は A ランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと一体。あ、わしも行くのか？めんどいんじゃが。来なくていい。けど。 ビエンフは置いていってもらうわよ。礼儀はなってないの。そこはご同行ください、マギル様。じゃろ。頼んだら来てくれるっていうの？同志を襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ滅多にない見せ物じゃし。マギルネさんはこういう人なのでふ。 僕、みんなに一緒に来てほしいです。お願いします。ライフィセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。 用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。 警告はしたから。待て、ベルベット。おやま。無理もない。長い夜だったからな。援助頼める。ええ、もちろんよ。 Okay. Dann auf zu diesem
Tempel der Barriere, wo wir vielleicht reinkommen werden.起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は痛いのも自然なことだと思う。影響、こんなの強いんだね、ベルベット。強くなきゃいけないのよ。敵を打つために。 Okay. Zerstören. Muss es zerstören. Nein, aber eine Seele. So kann ich nicht weitermachen. Das kann man auch ein bisschen falsch verstehen. Genau, zum Thron müssen wir. Oh, Geheimnisse der Silphenschwalbe. Ja, komm. Etwas langer Part, aber was soll's. シルフモドキの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで、俺たちは清涼を出し抜くことができているんだ。あいつらは 俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。フグルズ、セリアスビジネスファイズ。どういう仕組みなんだ？電書バトは帰巣本能を利用して飛ばすもんだが、シルフモドキは旅先の相手にちゃんと届くだろう？シルフモドキはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。 飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて、相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ。いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが 母鳥はまもなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返した。Sie sind voll viele Ausrufezeichen.
電書取りとしてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのが。Der Typ mit dem Nest auf dem Kopf. Benwick のくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえば、ついこの前、シルフモドキが卵を産んだから、頭を叩くなと言ってたな。増えるなら、試しに一つ食ってみないか。ダメだよ、ロロ。やっぱりダメか。まあ、Leute、マナクリング。改めまして皆さん、セレビエフです。よろしくお願いします。Zerstörst du gerade die Fort Wall? Life set と同じA ランク同士仲良くしようですね。セレランク。僕もAランクなんだ。不思議はない。見かけによらず、なかなか力があるからな。アイゼン、お前もAランクなんだろ？らしいな。だが、聖霊が俺たちを刺激するために決めた胸くそ悪い物差しにすぎ、そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ、自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビーン！僕のよりどころ全否定でふか！まあ、海賊やゴムの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な永久じゃよ。特別な永久？感動でふー。マヒル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんでふーね。昔から変わらぬぞ。主が永久にわしのしもべであることはのう。そっちの永久でふーか。そうばーっと。緊張感のないやつがまた増えた。Helden von Tales of Berseria. So, ich möchte nur gucken, ob ich nach draußen gehen kann, ohne dass 10 Cutscenes irgendwie mir über den Weg laufen. Und ich hoffe ja, die Ausrufezeichen, die bleiben noch, wenn ich rausgehe, weil sonst raste ich aus. So, kann ich mich hier ein bisschen bewegen? Kann ich mich hier bewegen, ohne dass ihr mir... Okay, sind draußen drinnen die Dinger noch da? Ja, okay. Waren wir alle irgendwann in der nächsten Folge. Ich werde erstmal hier einen Schnitt machen, weil es schon wieder lang genug der Part. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.